Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal um einen Strahler, um einen Akkuhandstrahler aus dem 20 Volt Active Energy Bereich von Ferrex alias Aldi. Den gab es Mitte November. Ob es den jetzt noch gibt, weiß ich nicht, je nachdem, wenn ich das Video veröffentliche. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Ja, von Aldi und den anderen Discountern gibt es immer wieder neue Lampen, so auch diesen Handstrahler, den es in dieser Form so jetzt noch gar nicht gab. Kosten tut das Ganze etwa 20 Euro, kommt allerdings ohne Akku, ohne Ladegerät. Wenn ihr das Ökosystem schon daheim habt, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für euch, wenn ihr sowas noch sucht. Und ansonsten müsst ihr Akku und Ladegerät noch dazu kaufen, dann müsst ihr ungefähr nochmal 40 Euro ungefähr draufrechnen. Und dann wird das vielleicht schon wieder unattraktiv, außer wenn ihr noch weitere Werkzeuge von Ferrex dann natürlich noch kaufen wollt. Vom Gewicht her kann man sagen, 440 Gramm wiegt das Gerät ohne Akku logischerweise und ist ungefähr 23,6 cm hoch. Vom Lichtstrom her kann man sagen, 500 Lumen sind hier angepeilt bei ca. 5 Watt an Leistung. Die Lichtfarbe beträgt 5000 Kelvin. Das entspricht dem Tageslichtweiß. Wir haben einen 90 Grad Abstrahlwinkel. Ein Aufhängehaken ist mit dabei. Wir können das Ganze schwenken und wir haben eine Dimmerfunktion auch mit dabei. Ich würde sagen, ich packe es mal aus und wir gucken uns das mal etwas genauer an. Ja, so sieht das Gerät dann ausgepackt aus. Ist jetzt erstmal vom Design her recht solide und recht schlicht gehalten. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei. Ihr habt 3 Jahre Garantie auf das Gerät. Hier hinten ist der Hersteller drauf vermerkt. Könnt ihr kurz auf Stopp drücken und euch das durchlesen. Und ansonsten können wir natürlich den kleinen Akku und auch den großen Akku dort einbauen. Wir haben hier SMD-LEDs verbaut und keine COB-LED. Bei COB wäre das dann als ein Modul sichtbar. Und hier sehen wir die einzelnen Bausteine. Das hat aber nichts großartig mit der Funktion zu tun. Wir haben hier einen ausreichend großen Handgriff. Auch für meine großen Hände geht das einigermaßen gut. Das ist allerdings nicht gummiert, das täuscht, das ist also alles nur aus Hartplastik. Eine Gummierung wäre hier natürlich ein bisschen schöner, wenn wir damit unterwegs wären. Allerdings solltet ihr das ja sowieso nicht im Nassen verwenden, denn wir haben hier nur IP20-Schutz mit drauf, wie ihr hier hinten seht. Und dann könnt ihr das sowieso nicht zum Beispiel im Regen draußen verwenden oder in irgendeinem Feuchtraum, sondern wirklich nur im Trockenen. Hier unten kommt der Akku drunter. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter mit dran. Wir können das Ganze hier noch im Winkel verstellen. Das finde ich natürlich wieder super. Dann könnt ihr das theoretisch auch so als Taschenlampe nutzen. Und hier oben drauf haben wir noch so einen kleinen Haken verbaut. Den können wir hier so ausklappen und dann können wir das Ganze hier dann auch in alle möglichen Richtungen drehen. Der Haken ist aus Metall gefertigt und hat hier wie gesagt noch so ein kleines Kugelgelenk mit dran, sodass wir das dann wirklich so aufhängen können, wie wir das wollen. Allerdings wird das natürlich dann so sein, dass wir das dann nur so machen können, denn wenn da noch ein Akku unterhängt, dann zieht das hier natürlich nach unten weg. Aber ist natürlich nice to have das Ganze und ansonsten wirkt das, naja, nicht wirklich robust. Also ich würde den jetzt nicht oft runterfallen lassen, denn das Ganze ist hier wirklich nur Hartplastik. Das wäre natürlich auch schöner, wenn das aus Gummi wäre, dann wäre das natürlich so auch für eine Baustelle mal geeignet, denn da fällt das natürlich irgendwann mal runter. Und wenn das dann mit Gummi ummantelt wäre, wäre das natürlich weitaus besser. Packen wir mal den Akku unter. So, ich habe jetzt den großen Akku einmal genommen und wenn ich das hier hinstelle, dann steht das natürlich super hier auch auf dem Akku. Könnt ihr dann vielleicht auch dafür nutzen, wenn ihr tapezieren wollt oder so. Aber 500 Lumen ist natürlich auch nicht die Welt. Machen wir das Ganze mal an. Dann seht ihr hier den Lichtkegel. Wir werden das gleich im Dunkeln auch nochmal ausprobieren. Aber erstmal so als normale Taschenlampe oder für Spotlight ist das natürlich recht gut geeignet. Probieren wir mal die Dimmfunktion aus. Ich halte jetzt hier einfach mal ein bisschen länger drauf und ihr seht, es wird hier heller und dunkler. Eigentlich pulsiert es mehr so ein bisschen, aber jetzt war es fast aus. Und wenn ich jetzt hier weiter drauf halte den Finger, dann wird es auch wieder etwas heller. Schauen wir uns das Ganze mal von vorne an, wie das dann aussieht. Ich drücke jetzt nochmal drauf. Dann seht ihr, die Intensität nimmt auf jeden Fall hier deutlich ab. Und so könnt ihr das Ganze natürlich auch zum Camping zum Beispiel benutzen. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wenn ihr vielleicht am Lagerfeuer sitzt oder im Zelt oder so noch was lesen wollt oder so, dann braucht man natürlich nicht so eine helle Lichtquelle. Dann kann man das Ganze natürlich so ein bisschen runterdimmen. Dann ist es ein bisschen gemütlicher. Allerdings gibt es natürlich dafür auch spezielle Campinglampen, die dann vielleicht auch im warmweißen Ton daherkommen und nicht in diesem kaltweißen. Das Kaltweiße eignet sich natürlich immer mehr zum Arbeiten, als um irgendwie gemütlich irgendwo zu sitzen. Ich mache mal das Licht aus.
So, Licht ist aus und dann seht ihr den Lichtkegel. Also der ist wirklich intensiv da, wo es hinleuchtet. Kann man nicht anders sagen. Ich gehe jetzt mal ungefähr 1 Meter von der Werkbank weg. Ja, bei 1 Meter haben wir ungefähr einen Lichtkegeldurchmesser auch von, naja, 1,20 Meter, möchte ich sagen. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, jeweils also etwa 60 Zentimeter. Und das wirklich mit dieser Lichtintensität, die ihr hier auch selber wahrnehmen könnt. Und wenn wir dann natürlich hier irgendwo näher rangehen, dann wird es natürlich da noch wesentlich heller. Ob man das natürlich dann braucht, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber vielleicht im Heizungshandwerk oder so, wenn man da mal in den Kessel reinleuchten will oder irgendwie beim Auto unter die Motorhaube, wenn ihr sowas hier im Kofferraum vielleicht drin habt, dann ist das sicherlich irgendwie hilfreich. Was man dann natürlich hier noch schön einbauen könnte, wäre so eine Art Blinklicht, so ein SOS-Signal oder sowas. Das gibt es ja mittlerweile auch. Ich mache mal das Licht wieder an. So, was ich bei dem Gerät nicht schön finde, sage ich euch auch ganz ehrlich, das sind hier diese geriffelten Absätze. Die sind hier einmal hinten und einmal hier vorne mit drauf. Warum man das so macht, weiß ich nicht. Das Ganze ist auch noch so wie so ein Teller nochmal gebogen. Da setzt sich dann natürlich logischerweise, wenn ihr das im Werkstattalltag oder vielleicht auf der Baustelle benutzt, dann eine Menge Staub drauf ab. Das muss natürlich nicht sein, weil da schleppt ihr dann sicherlich dann ins Auto oder irgendwo anders in andere Räume und verteilt das da. Also das kann man sicherlich hier besser machen. Ansonsten von der Erreichbarkeit vom Schalter her ist das wirklich sehr, sehr gut gelöst und wir können die Leuchte ohne großen Widerstand ein- und ausschalten. Dimmfunktion könnte man meines Erachtens auch ein bisschen besser machen. Wir können es ja nochmal durchgehen. Ich halte jetzt einmal den Finger hier drauf. Jetzt wird es erstmal nochmal ein bisschen heller und jetzt dimmt sie auf jeden Fall ab, so dass wir hier wirklich wenig Licht haben. Und ihr seht trotz dessen, dass hier kein COB-Licht verbaut ist, sehen wir trotzdem das Ganze so ziemlich als eine Lichtquelle. Wenn man natürlich jetzt live drauf guckt, also wenn ich jetzt von hier drauf gucke, dann sehe ich die einzelnen Bausteine hier leuchten. Kommt natürlich immer darauf an, was man da bevorzugt, ob man das so haben will. Ansonsten muss man sich irgendetwas kaufen. Ansonsten muss man sich irgendetwas kaufen, was COB-LEDs hat. Ja, vom Grunde her war es das. Viel mehr kann man zu so einer Lampe ja gar nicht berichten. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Leuchte schon daheim habt und wofür ihr die hauptsächlich gekauft habt, also in der Werkstatt oder ob ihr damit Gassi geht oder ob ihr die tatsächlich als Campingleuchte nehmt. Finde ich natürlich gut, dass hier oben dieser kleine Haken mit drauf ist, so könnt ihr das irgendwo entweder in der Werkstatt aufhängen, wenn ihr sie nicht braucht, oder sogar vielleicht im Zelt aufhängen, wenn ihr sie braucht. Also schreibt mir mal rein, wofür ihr diese Lampe kaufen würdet oder für was ihr die benutzen würdet. Schreibt mir mal rein, ob ihr euch die schon geholt habt oder ob ihr das auf eure Wunschliste gesetzt habt. Wenn euch das Video ansonsten unterhalten hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch jetzt inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder zuschaltet und sage bis dahin.